Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Ich habe da was für euch. Nämlich hat unser Leaker des Vertrauens, nicht ich, sondern Centro, folgenden Text heute Morgen auf Twitter verfasst. Ne, ihr seht es bereits im Hintergrund. You won't have to wait until Pokémon Day on the 27th for the big news we've been waiting for. See you next week. Und Mann, das ist eindeutig. Klar, nächste Woche ist der 27. Februar, das ist der Samstag nächste Woche. Dort ist ja auch der Pokémon Day. Und anscheinend bekommen wir die Big News. Ja, mit dem GIF kann man ahnen, worum es sich handelt, nämlich den Gen 4 Remakes, die große Ankündigung. Die bekommen wir halt, beziehungsweise die Ankündigung vor dem Pokémon Day am 27. Sprich, wir müssen nicht bis Samstag nächste Woche warten, sondern vorher passiert da irgendwas. Habe ich ja auch in meinem letzten News-Video erwähnt, ne, dass wir in der Woche vom 22. bis 28. sehr, sehr viele News bekommen. Und anscheinend wird das nicht kurz vor knapp an dem Samstag, an dem Pokémon Day geschehen, sondern schon vorher. Ja, Leute, ich bin sehr, sehr hyped. Also der Text, der ist halt sehr, sehr eindeutig. Und mal gucken, nächste Woche sehr, sehr richtungsweisend. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr nichts verpassen möchtet, lasst den Kanal gerne ein Abo da. Sofern was Neues passiert, lasse ich es euch so schnell wie möglich wissen. Und demzufolge möchte ich euch auch nicht länger aufhalten. Nächste Woche, meine Damen und Herren, geht's ab. Und ja, Kuss. Wir sehen uns zu einem neuen Video wieder. Daumen hoch da lassen. Doppelt Kuss. Und tschö.